Noch geht's. Ja, normalerweise habe ich immer schon eine Ladesequenz schon an. Aber die Ulti von Tarik, die ist mir ein bisschen zu kurz. Das hat mir nie richtig sinnvoll angesetzt. Echt? Ich finde, das geht total. Als zweites skillst du dann am besten die Verbindung mit mir. Ja, das sind Doppels dann haben. Ich werde sie zerschmettern. Angst machen. Warum immer die hässlichen? So. Verbunden. Würde aber den Heal als erstes maximieren. Ja. Ja, weil du willst ja auch mit Tarek dann Ardens Ringsaar bauen. Also ich habe das zumindest gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Und was an dem Champion halt auch wichtig ist, viele Auto-Attacks rauszukriegen, weil das deine Cooldowns und deine Stacks hochsetzt. Was für Cooldowns, was das Dex? Wenn deine Passive bewirkt ja nach einer Fähigkeit, machst du einen Double-Auto-Attack. Und deine Passive bewirkt außerdem, dass wenn du Auto-Attacks machst, dein Cooldown runtergeht von den Fähigkeiten. Also zumindest von dem Heal und zwar. Wie funktionieren die Stacks jetzt genau? Das habe ich selber nicht verstanden. Die Stacks trainieren so auf Rüstung, so wie ich sehe, oder? Nee, die Stacks, die du kriegen, also die Anzahl der Stacks, die du kriegen kannst, die skaliert mit. Wow. Oh fuck. Sonny, krieg mal. Ja, Kizzy. Wie gesagt, wenn du dein. Oh fuck, ich hab's gefailt. Achtung! Wow! Lauf, lauf, lauf! Scheiße, was kommt da? Okay. Also, ich sag mal so. Dass der Jungler kommt, ist okay. Akzeptiere ich, ne? Ja, der dass Midlaner. Aber der Midlaner auch kommt und unser Midlaner an seinem verkackten Turm steht und die Minion Wave nicht reinpusht, selbst jetzt noch nicht, das akzeptiere ich nicht. What the fuck? Ja. Guck mal, was ist das? Junge, push deine. Ja, toll. Super. Das war ja richtig worth, muss ich sagen. Das ist Troll-Elo, ha? Huh? Oh. Weißt du, der Yasuo hat einfach nichts verloren und einen Kill dafür gekriegt. Aber kann sie sich jetzt selber mit auseinandersetzen. Naja, unser Lane läuft. Der Supporter von denen hat einen Assist. Wow. Das bringt uns viel, ha? Huh? Bin da. Na, scheiße, ich hatte die Bindung auf ihn zu spät draufkriegen. Ich wollte ihn über ihn stunnen, weißt du? Was hab ich denn da für eine Range? Da ist ziemlich groß. Hä, die hat mehrere Größen. Achso, die wo ich sie aktivieren kann und die, wo das Schild neu landet. Ja, kann man machen, ne? War worth für sie, muss ich sagen. Na, zwei sind Schild, Max, oder was? Ja.
Warum Stream ist so früh? Ja, keine Ahnung, ich war früh wach und Marcel wollte zocken. Jetzt stell das nicht so dar, du hast mich gefragt. Ja, du hast Zeit und hast gesagt, ja gerne. Du sahst auch so allein gelangweilt aus in deinem Shell irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ja, das ist klar. Wenn mir gut dich alleine lässt, ja. Jetzt hab ich scheiße erkannt. Ich bin hinaufgestiegen, um die Sterne wahrhaftig sehen zu können. Ja, warum auch nicht, ne? Rammeln wir einfach mal die Minions. Nein, sie der Dingens finde ich gut. Mache ich gerne mit. Weniger Bubbles auf uns, so. Vor allen Dingen Mana-Verschwendung. Sag ich ja. Weniger Bubbles zu uns. Wenn sie kein Mana mehr hat. Aber die pokt ja nicht mal. Normalerweise müsste die ganze Zeit weh spammen. So. Ich fürchte, das sieht nicht so. Ja. Ich hab geheilt, ich hab gefüllt, mehr ging nicht. Ja, ja, ging nicht mehr. Aber ist halt so. Pass auf, nicht, dass Xayah dich. Du bist raus aus dem Peter. Ich bin. Na, Maokai könnte. Malphite kann die alle killen. Könnte aber. Okay. Ja. Ist halt worthy. Okay. Das war worth, würde ich mal behaupten. Dass er ins Freie gelaufen ist, war jetzt nicht so intelligent. Ja, die Mittlerin hat jetzt viel, würde ich sagen. Dezent. Ja. Ja. Ach, unsere Wave pusht sie raus. Das war wieder so typisch, ne? Ja, aber nicht. Ach, ich sehe gerade, ich heile ja auch auf mein Leben. Ja, ja. Und dein Heal, ne, du kannst den nicht auf jemanden draufklicken, sondern du heilst immer im Umkreis da, wo dein Verbündeter und du bist, ne? Ich weiß. Das wusste ich zum Beispiel am Anfang nicht. Ja, ich muss erst binden und dann kann ich heilen. Du kannst auch so heilen, dann heilst du halt nur um dich herum. Musst okay, halt neben das wusste ich jetzt nicht. Sind beide Level 6, ich hab da nicht so. Oder du machst jetzt Ult an und wir fighten sie. Könnte man machen. Alter Junge! Die hassen uns! Ich bin ehrlich, wollen die mich verarschen? Das ist das dritte Mal, dass sie beide gleichzeitig hier sind. Hä? Ich glaube, sowas nennt man Premates. Ja, aber wieso sind beide gleichzeitig da? Ja, weil die zwei Premates sind. Ach so, und die denken sich, ach, lass mal die Bottomlane ficken oder was? Ja. What the? Mitte ist ja so oder so easy. Fuck, Mann. Ich glaub's ja nicht. Egal, es ist nicht so schlimm. Es ist nur frustrierend, ja. Unser ADC, also gegnerischer ADC hat immer noch weniger CS und okay, gleich hat er so viel wie du. Aber Dings das schon, keine Kills, nur Assists. Also es ist relativ wenig Vorsprung. Die Wahrheit ist es wert für sie zu kämpfen, doch die Anmut ist es wert für sie zu sterben. Ja, ein sentimentales Gelaber. Free on me, was sollen wir da erst sagen?
Wenn es nur drei immer bei uns wären, wäre ich ja schon froh. Die könnten doch fighten, ne? Naja, sobald ich die Ulti mache, könnten wir sogar vier fighten, ne? Hä, warum könnte ich ein Schild nehmen? Aber Schild muss ich anklicken, oder was? Ja, ja. Ich dachte, wenn wir einmal gebunden sind, kann ich das öfters machen, einfach. Augenscheinlich irgendwie. Komm, fight mal. So, was jetzt? Oh, oh, oh. Oh, schön gemacht. Komm, Mana. Demacia war mein Zuhause. Doch die Sterne sind mein Zuhause. Rein, ja. Wieder weg von mir, hallo? Warum ich? Sie wollten noch einen Kill raus. Ja, ich weiß es. Dass sie mich nicht töten kann. Also zweites Schild, ja. Ja, ja. So, sehr schön. Das hat mir gefallen. Endlich mal keine zwei komischen Spacken, die davon... Also jetzt kommt fünf. Als nächstes kommt fünf. Der war nur zu spät, der wollte. Fuck, man. Oh, jetzt kommt er schon wieder, ne? Ja, ich würde sagen, da sind sie schon wieder. Ja, aber Mayfall ist da. Und stirbt jetzt noch mit. Ja, leider viel zu spät. Und unsere Mitte kommt jetzt auch. So, nein, doch nicht. Junge, ne? Alter. Das ist geil. Vor allen Dingen, weißt du, die sind so lange da. Und unsere Lanes schaffen es einfach, nichts auf die Reihe zu kriegen während der ganzen Zeit. Einfach überhaupt nichts. Das ist einfach so frustrierend. Und das da auch noch? Und schon wieder tot. Ich hab Ulti, also wenn du willst. Komm. Das Problem ist, ich kann keinen Schaden machen gerade. Wieso bist du gestorben schon? Ja, weil er mich einfach umgeklatscht hat. Nee, ich habe ihn genockt gehabt. Währenddessen bist du gestorben. Ja, weil der Schaden irgendwie noch durchkam von ihrem Coup. Merkwürdig, ja. Merkwürdig? Ja, bisschen, aber was willst du machen? Ich verstehe halt nicht, warum du nicht reingezogen hast. Ich wollte gerade meine E aktivieren, dass du da was machen kannst, weißt du? Ja, tut mir leid. Ich dachte halt einfach nur, ich mach mal die Ult, dass du sie knockuppen kannst. Ja, damit hast du meine E unterbrochen. Ja, das war doof dann. Das tut mir sehr leid. Das war dein Tod. Gut, meiner auch, aber. Junge, ne? Das ist ja. Wow. Tarek spielt ja voll Rüstung. Dass du. Ich verstehe einfach nicht, warum der Typ so viel Zeit hat, zu uns zu moven. Ich meine, er spielt gegen Orianna, die pusht doch wie. As fuck. Unsere nicht.
Wie sag ich mit dem Mastery? Ich gebe ja Rüstung, wenn ich heile. Wenn ich mich selber heile, krieg ich dann auch Rüstung? Das weiß ich gar nicht. Weil das würde ja. Warte mal, ich teste mal, oder? Rüstung ist da. Nee. Weil das wäre auch geil, weil die Rüstung würde ja wieder auf dich dann skalieren. Ja, aber das wäre ja auch. Büschel. OP. Ich call OP, ja? Mhm. Du lässt dich gern poken irgendwie. Ja, aber ich habe ja noch Healpots und die nicht. Du kannst selber healen, du hast mich. Du hast Arden Sensor, du musst nur einmal irgendeine Fähigkeit drücken und ich heile mich wieder voll. Das ist egal, was ich habe, Schild oder Heal. Ja, ja, deswegen, ja. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich. Komm, bleib mal. Nächster. Komm schon rauslocken, ja, komm her, ja, wir fighten dich, komm her. Was machst du? Oh. Ich kann den nicht, guck mal. Ich hab Ulti! Ich hab Ulti schon gemacht, ich vorhin. Hab Ulti! Ja, aber wir hätten sie trotzdem nicht fighten können. In der Ulti doch, klar. Nein, locker nicht. Die haben viel zu viel Wege, um zu denyen. Das ist das Problem. Ja, das hättest du doch holen können. Die haben Jax E, um meine Speere aufzuhalten. Ja, so. Und die haben die Yasuo-Wall, um alles aufzuhalten. Denkst du immer noch, wir hätten vernünftig gespielt? Aber nee, stimmt, das ist ja Platin. Sunfire, was soll ich mir jetzt holen? Ich glaub, du brauchst mich gar nicht mehr, ha? Huh? Was soll ich mir für ein Live-Item jetzt holen? Sunfire oder? Sunfire hat doch viel Leben und Rüstung. Als erstes würde ich mir noch Aegis holen. Ist es wert für sie zu kämpfen. Doch die Angst. Für das Schild, das zusätzliche. Was ist Aegis nimmer? Ja, hier Ägide der Legion und. Ja, gesagt, ich baue jetzt ein bisschen auf Live und dann baue ich schon Solari. Ja, das meinte ich. Du baust ja Ägide der Legion. Ach nee, warte, das gab's früher, ne? Ja. Ich meinte Iron Solari. Ja. Aber Solari skaliert auf Live, also brauche ich jetzt erstmal ein Live-Item. Sonst bringt mir das nichts. Ja, das Ding ist, du hättest nicht das Dingens. Junge! Bitte kacke! Was ist das? 5 Mann? Meinen die das ernst? Raus. Ich habe das Gefühl, die wollen mich tilten oder so. Haben die irgendwie geguckt wegen der Winrate? Ja, stimmt. Ich kann mal Solaria trotzdem holen wegen ein bisschen Rüstung. Rüstung skaliert ja auch. Ja, das Ding ist auch, beim nächsten Mal, du brauchst eigentlich mit Taric nicht Talisman of Ascension ausgebaut, sondern du holst dir dann das mit Sidestone kombiniert, damit du ein bisschen Leben hast. Meine Güte, ey, diese Gegner. Yasuo ist übrigens ein Botlane, ne? Das ist ein bisschen. Bitte mal. Ist einfach kristallisierte Angst. Hätte ich jetzt gerade ultien können, ja, sehr gut. Stattdessen war eine Pussy und hat weggeflasht. Du wärst tot gewesen. Ja. Mit Eleganz hat noch niemand einen Kampf gewonnen. Doch Schaden tut sie auch nicht. Nimm mein Schild. Kriegst du einen Heal hinterher, ho? Oh, ich krieg's nicht hin, Alter. Ist nicht jetzt hättest du mich ultien dürfen, wo ich getankt hatte. Ja, tut mir leid, das war. Alter, warum habe ich in den Yasuo keine Speere reingekriegt? Das war so unfair. Fucking Windwall. Und was tut unser Team? Ich verstehe das nicht. Weißt du, die Gegner kommen immer an zu 5 und unser Team ist immer so: Farm Top Lane,
farmt Jungle, läuft dumm in der Weltgeschichte rum. Was soll ich tun? Noch ein bisschen feeden. Ja, was ich vor allen Dingen nicht verstehe, ist, wie die Orianna bitte 2 Level unter dem Yasuo sein kann. Ja, und der ist die ganze Zeit rum, hä? Huh? Ja, ja. Na, sie zieht nur raus, hä? Huh? Ritterschuh könnte ich mir auch sehr gut holen. Oh ja. Warum immer die hässlichen? Alter, was ist denn hier los? Need for Speed oder was? Meinst du? Okay, wir müssen uns irgendwie was anderes überlegen. Im richtigen so. Teamfight sind wir eigentlich broken wie sonst was. Ja, aber müssen wir halt auch erstmal hinkommen. Ich hol mir eben den Red Buff. Ich meine, wenn du mal überlegst, gibt Dings hier Schild, er ultit rein, sie ultit hinterher, W. Du kannst noch alles stunnen. Ja, dann ulti für uns alle, sterblich. Ja. Also du kannst mich ja, du kannst mich in den Fight nachziehen, dass ich ultien kann, weißt ja, du? Ja. Zur Überraschungsulti. So, surprise, motherfucker. So hab ich den zweiten Malphite engaged. Kommen 2 Malphites reingeschossen, ha? Mhm. Und dann zieh ich noch einen Stun hinterher. Hab ich echt gerade jetzt entdeckt. Mit dem Heal-Ring. Das ist ja schon broken, wenn du alles im Umkreis heilen kannst. Ja, ja. Ist eigentlich noch besser als Soraka, finde ich dann. Das heißt besser, ne? Bevor du es effektiv einsetzen kannst, musst du halt als Tarek auch ein paar Auto-Attacks rauskriegen. Du kannst es ja nicht einfach spammen wie Soraka. Ja, aber dafür heile ich alle. Hier, komm her. Ja, so. Ja, hier oben sind, okay. Noch 2. Ja. Hat den Tisch. Ja, Hilfe, was machen wir jetzt? Ich hab Ulti. Ja, das ist schön. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist nicht schlecht, allerdings sind die alle so 2 bis 3 Level über uns. Das ist ein bisschen doof. Also der Jungler und der... Hi. Double Kill ist schon mal ein Anfang. Oh. Stopp. Die wollt mich. Ich hab's schon wieder gesehen. Ich würde sagen, gut gedreht, ne? Ja, sure, können wir machen. Heile ich dich denn eigentlich doppelt? Wenn ich dich im Kreis drin hab und selber auch nochmal heal? Musst du nachlesen, aber ich meine nicht. Das wäre ein bisschen broken. Yasuo pusht übrigens unseren Inhibitor, ne? Alter, wie ich die Figur, wie ich die spammen kann, hä? Huh? Heals. Auto-Tech Heal, Auto-Tech Heal, Auto-Tech Heal. Ja, das ist ja das Gute. So, und jetzt live. Echte Edelsteine funkeln auch ohne Licht. Mhm. Ach, what the fuck? Ich
Ich hab den Lee gesaved, weißt du, und er... I don't give a fuck. Letzter Zeit sind aber richtige Lappen, Leute, ist mir echt aufgefallen. Junge, ne? Ach. Da kommt der Call. Oha. Ja, und was haben wir dafür gehabt? Verloren den ich. Ich bin hinaufgestiegen, um die Sterne wahrhaftig sehen zu können. Ja, Sonne nicht, das bringt ja viel. Noah. Oh, wow, ich hab sie gerade noch so geschildert. Hätte ich sie nicht geschildert, wäre sie gerade geplatzt. Leider zurück. Höchstens den Drachen können wir vielleicht noch mitnehmen. Mhm. Hallo. War nicht. Ich muss halt hier die Base ein bisschen deffen, sonst Das war nicht im Ring. Ich hab den Lee als mein E, dass ich mit dem eine Kombo machen kann, aber der traut sich nicht rein. Eigentlich ein lustiger Champ. Ja, fand ich auch, als ich ihn das letzte Mal gespielt habe. Vor allen Dingen mit Aden Sensor und so, das ist... Von wegen Tarek muss man immer auf Tank spielen. So mit dem hier ist es noch viel lustiger. Ja, vor allem, du hast auch die Mana, Rick. Ja. Und das verlierst du auf AD, auf HP wie auch, Ich würde mir auf jeden Fall ran übrigens oben holen, ne? Das ist in mehrerlei Hinsicht gut. Nämlich einmal, weil du die slowen kannst, wenn sie uns engagen wollen. Und weil es Attack Speed slowt, wenn sie dich angreifen. Das heißt, dich fokussen ist doof. Und vor allen Dingen, es reduziert Crit-Schaden, sodass der Yasuo nicht so verdammt broken ist. Hoffnung hab ich gemacht. Ewig. Ich habe jetzt erstmal... warte mal, wo bist du? Ich habe mir jetzt auch erstmal das... Wir haben jetzt drei Verbindungen auf uns laufen. Deine, meine und Ritterschwur. Nice. Guck mal, wenn wir jetzt auseinander gehen, siehst du die Lines hier mal. What the fuck, Alter? Die ewige Bindung, ja. Doch die Angst, so sieht's aus, ey. Wert, für sie zu sterben. Wobei das bei dir ja eigentlich keine Bindung, sondern eher eine Knechtung ist. Go, go, go! Komm ich jetzt!
Hopp. War das ein easy? Teamfighter? So. Einfach nur Ulti, Heal, Heal, Heal. Junge, ist das eine Genugtuung, die ich gerade verspüre? Du kannst es dir nicht vorstellen, ey. Die hässlichen Spaß. Die ganze Zeit kommen sie auf unsere Botlane, um uns zu denyen. Und jetzt endlich gibt's da die Quittung, Alter. Wunderbar. Ja, wir haben einfach die Wombo-Kombo, ha? Ja, ja. Die haben wir auch. Wir müssen einmal die Ulti von uns durchballern. Ja, du hast ja gesehen, was die machen konnten. Genau, absolut gar nichts. Die Technik Tower hier easy ist. Easy, Junge. Guck mal, ich kann nicht gegen halt. Zack, zack, zack. Wir machen einfach. Auto-Tag Heal, Auto-Tag Heal war ich die ganze Zeit nur. John, give any fucking fucks. Aber das war schön. Bitch, please, danke. Sehr schönes Spiel. Ja. Meine Güte, tut das gut. Ah, ist das geil, Alter. Oh, ich bin der Promo. Nicer Scheiß. So, habe ich auch ein S bekommen? Danke. Ich habe A plus nur. What the fuck, warum? Das, wie viel Heal hast du gemacht? Das möchte ich gerne mal wissen, Alter. Hä? Healing done. Warte, ich muss Damage Delta noch ausmachen. Ja, du hast 19.000 Schaden geheilt. Das ist zum Glück ganz wenig. Ja, das ist fast so wie die Ohren Damage gemacht hat. Das ist keine Ahnung. The fuck, das ist einfach. Nochmal? Nee, tut mir leid, ich bin erstmal raus, weil ich will gleich das Formel 1 Rennen gucken und danach Boah. Können wir mein Ding weiter zocken. Dann Formel 1 so interessant. Ich find's interessant, keine Ahnung, warum auch immer. Wie lange dauert das? 2 Stunden, gell? Irgendwie sowas. Ja, so anderthalb, wenn's gut läuft. Guckst du eigentlich nur das Rennen oder auch den ganzen Scheiß davor und danach? Nein, ich guck doch nicht den ganzen Scheiß danach. Davor, vom Qualifying gucke ich meistens das letzte, also es gibt ja 3 Qualifying Sessions, davon gucke ich meistens nur die letzte. Und ansonsten, ich gucke ab und zu mal so, die haben ja jetzt seitdem die Formel 1 den Besitzer gewechselt hat, haben die auch einen YouTube-Channel und sowas. Da gucke ich dann immer die einminütigen oder zweiminütigen Zusammenfassungen von den Trainings, die es so gab. Aber sonst gucke ich nichts. Sonst nur das Rennen. Naja, mach ich mal eine Promo alleine. Ja, viel Erfolg. Oh, Junge. Da spielt nochmal Tarek. Fühlt sich das gut an, diesen verkackten Yasuo und diese Scheiße, die ist einfach nur im letzten Teamfight auseinanderzuschicken, Alter. Das glaubst du ja gar nicht. Ah, die hatten überhaupt keine Chance mit unseren Engage, Sir. Ja, nö. Das war Knockup, Knockdown, Knockdown und dann ich dich rein, Knockup. Du machst Ult an, wir sind unsterblich. Ja, muss man vorstellen, das ging erstmal anders. Das waren erstmal 1000 Knockups und dann kam erst so dieser Moment, jetzt könnt ihr uns Damage machen. Ach nee, warte, halt! Ja, stimmt. Ich schmeiß dich rein, du stunst sie alle, dann kommt der Malphite reingeknallt, dann kommt die Ori-Ulti, knallt sie alle nochmal weg und dann kommt deine Ulti, dass du jetzt noch nicht mal Schaden machst. Das war sehr schön. Das war lustig. Oh, meine Güte. Dieser Yasuo, ne? Ich glaube, wie hieß denn der? Ich habe jetzt einen Legendary, Rick 3 hieß der. Ne, okay, dann. Was bann ich denn? Was bann ich denn? Was bann ich denn? Was hab ich denn? Keinen Bock, eine Katharina bann ich. Rieche ich da an? So. Ich kann dir ja nebenbei im Stream zugucken, wenn mir langweilig wird. Naja. Alles klar. Aber ich meine, Formel 1 im Fernsehen ist ja schon, finde ich, schon langweilig. Aber Formel 1 jetzt in Wirklichkeit dabei zu sein. Ich meine, du wartest eigentlich schon in 5 Minuten, 10 Minuten oder sowas, dann kommt die Runde zu Ende, dann kommst du ja vorbei. Okay, nächste Runde. Ja, so lange brauchen die ja nicht die. Ja, gefühlt, weil nicht, weißt du. Die rasen ja nur einmal an dir vorbei. Ja.
Das. Wie viele Runden hat das immer? 55. Kommt auf die Länge sowas, der Strecke ja. an. Das niedrigste ist 44, das längste ist 78. Okay. Deswegen, oh. Also wenn ich zu einem Formel-1-Rennen gehe, dann halt auch also es gibt zwei Sachen, die ich gerne sehen würde. Einmal in Monaco wäre ich gerne dabei. Warte mal kurz, ich sehe gerade eine witzige Kombo. Mitte ist Yasuo, Jungle ist Cho'Gath. Dann der ADC ist eine Vayne, Toplane ist ein Darius und ich bin wieder Faker Tarik. Also ich meine, Vayne und Tarik ist ja eigentlich schon eine geile Kombo, weil Vayne ist ja immer im Fight drinne. Ja, genau. Weil sie ist ein Nahkämpfer. Ja, also sie hat wenig Range, ja. Also sie ist eigentlich immer in Stun-Range. Ja. Das klingt lustig. Vor allen Dingen, eine Vayne hat ja das Problem, wenn sie stirbt einfach. Sie stirbt schnell, weil sie Damage bekommt. Aber wenn sie jetzt einfach unsterblich ist... Ja, das ist dann doof für den Gegner. Eine Vayne unsterblich ist schon hart. Naja, ich verabschiede mich dann jetzt erstmal, okay. Vielleicht komme ich später nochmal wieder. Denk dran, ne? Stream an, laufen lassen, auch wenn du nicht guckst, ist immer schön. Ja, ja, mach ich. Supporte deinen Supporter. Sowieso. Ich guck auf dem Handy, das ist dann... Mir egal, Hauptsache es läuft. Alles klar. Gut, dann noch viel Erfolg und man sieht sich später vielleicht nochmal, ne? Ciao. Ciao. Buddy disconnected from your channel. In den Sternen wohnt große Macht. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen.
Vasallen sind erschienen. Wir finden Anmut in den Sternen und sie wiederum Anmut in uns. Man geht nicht rein. Mit Eleganz hat noch niemand einen Kampf gewonnen. Doch Schaden tut sie auch nicht. Boah, fuck you. Na, man soll die sagen, nicht so lustig wie du. Aber in dem Early ist eh schwach. Aber die hätte eben gerade mutig sein können, hätte einen Support gehabt. Okay. Ich bin hinaufgestiegen, um die Sterne wahrhaftig sehen zu können. Echte Edelsteine funkeln auch ohne Licht. Zum Schutze aller. Hallo! Sag mal. Ich hab den Tower für sie gehalten. Warum geht sie nicht drauf?
Ich hätte überhaupt keinen Akku von den Typen bekommen. Wenn ich halt einfach nur draufbleiben müssen. Mann, ich bin viel zu voll Winterschicht, Marcel. Ich denke immer, die Leute sind, die denken mit. Manchmal ist es wert, für das Leben zu sterben. Ich spiele jetzt ultra defensiv mit der. Ich hab keinen Bock mehr, das macht keinen Spaß mit der. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war. Hätten schon die Himmelsphäre dabei. Die Sterne waren die Frage. Ich war die Antwort. Mann, die hätte sie gegen die Wand bolzen können. Was ist los mit ihr? Ich mag zwar Gnade kennen, doch Targon tut das nicht. Der Beschützer spricht durch mich. Wir müssen den Leben. Ja, komm. Kaufst du auch noch einen Scheißdreck. Weißt du, ich meine, jetzt baut sie auf AD, obwohl sie die Attack Speed Mastery dabei hat. Ich habe das Licht zu deutlich gesehen, als dass die Dunkelheit mir Angst einjagen könnte. Das passt da hinten und vorne nicht. Noch falsch gekauft, ich Idiot. Schnell mein Dive gestoppt.
Ja, mach. Wow. Mache ich so ein Damage? Ein Aspekt hat immer etwas zu tun. Ist es wert, für sie zu sterben? Ich bin der Aspekt des Beschützers. Ich bin Terry. Hoffnung ist ewig, so wie auch der Berg. Verbündeter wurde getötet. Demacia war mein Zuhause, doch die Sterne sind meine Bestimmung. Ich mag eigentlich beide. Axt und Schwert. Da können die mal Plays machen, ich will immer nur baiten. In deinem Herzen tobt ein Sturm, Mädchen. Erzähle mir nach dem Gelüsten. Offenbart.
gepusht. Die Sterne haben mich von mir selbst befreit. Was soll das, ist so traurig. Welt muss beschützt werden. Ich stecke Frontlane. Ich habe das Licht. Vor allem hier ist ein Yasuo, da gibt es keine Frontlane. Als dass die Dunkelheit mir Angst einjagen könnte. Aufpassen, wo man hintritt. Edelsteine sind einfach Wunder, Wunder, Wunder. Mal wissen, jetzt haben wir den Drachen. Und das da auch noch? Mann ist schlecht.
Mach dir so weit vorne. Wie viele Mana gibt denn das? 400 nur noch. Nee, ich stehe auf, ist das einfach. Ein Augenschmaus, dass ich nicht lache. Für Targon! Wir finden Anmut in den Sternen. Mag zwar Gnade kennen, doch Targon tut das nicht. Nicht raus, schade.
Joker genommen und Hund. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war. Selbst befreit. Mir meinen Vater offenbart. Anmutige Waffen sind die besten Waffen. Kommt einfach weiter. Gegnerische Doppeltötung. Besser. Wir steuern alle auf das gleiche unausweichliche Ende zu. Kein Grund zur Eile. Ja, mit einem gebindeten Jasus ist das viel schöner. Nee, wenn ihr nichts macht. Ich kenne die Geheimnisse des Berges.
Tenneke Ulti, das ist geil, ja. Wenn ein Supporter stirbt. Warum bin ich nicht da? Sterben alle. Scheitern erteilt. Die Sterne waren die Frage. Ich war die Antwort. Das ist ein Tank weg. Genommen und nimmt. Ich bin hinaufgestiegen, um die Sterne zu sehen. GG. Tiger, kann ich das geben? Der Chat ist so broken, Marcel. So, wo ist denn das Gehalt der Schaden? Halterschaden 30.000, ja. Kann man machen. Also die Ash habe ich outhealed.
Banner einen Champignon. Kann ich dann. Stammteam. Der Hoffnungsschimmer am Horizont, das bin ich. Zeigt mit seinen langen, glänzenden Haaren. Ja, fragt sich, was besser ist, Geld. Der eine gibt ein AD und ich gebe Rüstung. Muss gegen das Team? Ein klar, Rüstung und so, aber... Wird eigentlich nirgendwo ankommen. Das wertvollste aller Juwelen halten wir in unseren Händen. Sehr cool aus. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Demacia war mein Zuhause, doch die Sterne sind meine Bestimmung. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen.
hasse dieses Rumgetanze. Du bist so putzig, wenn du verlierst. Man sagt, Abschied sei ein süßes Leid. Idiotisch. Der Berg hat dir den Pfad offenbart. Hat was für Skin. Oh. What the fuck, ich wollte gerade noch rein in den Tower flischen. Egal, haben trotzdem. 2 von 1, perfekt. Gut, dass ich nicht geflasht habe. Bei für 2, scheiße. Wieso hatte ich sie nicht gekauft? Jetzt schon mal ein AD-Item kaufen können. Ich habe das Licht zu deutlich gesehen, als dass die Dunkelheit mir Angst einjagen könnte. Das klingt überhaupt nicht so viel. Einfach kristallisierte Angst. Die Wahrheit ist es wert, für sie zu kämpfen. Doch die Anmut ist es wert, für sie zu sterben.
Und muss noch schöne kleine Pokes machen. Edelsteine funkeln auch ohne Licht. Was mir noch gefehlt hat. Ich bin der Aspekt des Beschützers. Ich bin Tarik. Wir finden Anmut in den Sternen und sie wiederum Anmut in uns. Aufpassen, wo man hintritt. Edelsteine sind einfach Wunder, Wunder, Wunder. Verbündeter wurde getötet. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war. Ooh.
dem habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Anmutige Waffen sind die besten Waffen. Lässt sich jeder einpushen oder was? Der Berg überdauert. Weiter Helm Track. Hey, damit. War die Antwort. Der Berg enthüllt die unangenehmen Wahrheiten unserer Seele. Nee, warte mal. Er hat was Falsches gekauft. Ich mag zwar Gnade kennen, doch Tatum tut das nicht. Die Sterne haben mich von mir selbst befreit.
Oh, Lee. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Echte Edelsteine funkeln auch ohne Licht. In der Spiel noch drehen wollen. Aufpassen, wo man heftig werden. Warum immer die hässlichen? Eigentlich beide, Axt und Schwert. Die Sterne waren die Frage, ich war die Antwort. Lass mich dir etwas sagen. Ein Tief hat ohne Team. Immer wieder egal. Und der Ramos, was macht er? So, dritter Firebreak, den. Der Berg hat mir meinen Pfad offenbart. Oh. Okay. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war. Enthüllt die unangenehmen Wahrheiten unserer Seele. Einige Waffen sind die besten Waffen. Okay. Aufgestiegen, um die Sterne wahrhaftig sehen zu können.
Warum vielleicht so, du blöde Kuh? Der war gestunt. Sie flasht raus. Edelsteine sind nicht nur hübsch anzusehen. Oh, Ramos. Beim Autotech. Sehr schön. Fast noch cooler ausgehen können. Wir sind ignoriert. Die Sterne haben mich von mir selbst befreit. Sprich durch mich. Eleganz hat noch niemand einen Kampf gewonnen, doch Schaden tut sie auch nicht. Ich bin der Aspekt des Lebens. Ich bin Tarik. Thank you.
Ding. Manchmal ist es wert, für das Leben zu sterben. Ich mag zwar Gnade kennen, doch Targon tut das nicht. Ein Aspekt hat immer etwas zu tun. Und Bastard. Demacia war mein Zuhause. Wir steuern alle auf das gleiche unausweichliche Ende. Dieser Chat ist so broken. Ja, wo ist ein Gehalt der Schaden nochmal jetzt? Find's nie. Ja, Gehalt der Schaden 17.000.
lässt sich sehen. Channel switched. Jetzt gammel ich gerade derzeit auf Gold, Gold 4. Ist auch mal länger her, seit du mal wieder hier warst. Am Horizont. Das sind wir noch beim Bund. Bin ich. Willst auch was schreiben? Das heißt, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht klappt es ja, dass du das eine oder andere Video schneiden kannst, ne? Darfst du den Laptop mit zur Bundeswehr nehmen. Okay, komisch. Zweimal unsterblich. Ich mache mit meiner Ulti unsterblich, sie macht mit ihrer Ulti unsterblich. Nur mit dem einen Unterschied, ich mache nur meine Leute und sie macht das alle Leute.
Meint ihr, ihm ist schon getillt, bevor es losgeht oder was? Muss man auf den Chat achtet. Er schaut mobil. Aber Garrick ist so OP. Liegt an seinem langen Haar. Das lange glänzende Haar. Die haarlose Brust, aber auch glänzend. Okay, das ist jetzt nicht so verdient für die. Warum hat MF die Heal Mastery dabei? What the fuck? Im Leech-Spieler bin ich auf keinen Fall, aber ich habe kein Minecraft. Hatte mal so einen Minecraft-Track gehabt, aber ja. So, tatsächlich ein neues Spiel, nur ich würde jetzt nicht ungern, ich würde ungern Geld dafür jetzt ausgeben. Vor allem, weil Minecraft eh so ein abfallendes Spiel ist, was eigentlich kaum noch jemand interessiert. Hey, Pelle. Ich bin aggressiv auf der Botlane. Die Vasallen sind erschienen. Wie riecht's bei dir nach Donation? Diese Steine sind einfach Wunder, Wunder. Wundervoll. Willst du das Spiel donaten oder was? Wir und ihr habt einen eigenen Server schon da oder was ist das? Unausweichliche Ende zu. Kein Grund zur Eile. Oder hostet das eine über seinen eigenen Computer? Wir finden Anmut in den Sternen. Aber ich fände es jetzt blöd, wenn wir, sag ich, erstmal so einen Server hätten, wo immer nur online ist, wenn einer von euch da ist. Ah, 10 Zoll Server gekauft, okay, das ist schon mal was. Das heißt, ich könnte auch immer online sein, wenn ich gerade Bock hätte. Klingt interessant, auf jeden Fall. Minecraft hat man immer was zu tun, nur das Modpack, das sagt mir überhaupt nichts. Da musst du mir mal ein bisschen was dazu erzählen.
Ich kenne die Geheimnisse des Berges. Ich mag zwar Gnade kennen, doch Targon tut das nicht. Na, schade, schade, auf der macht Go. Die unangenehmen Wahrheiten unserer Seele. Dieser Geruch geht bis in mein Rakan verliert, hätte den doch eigentlich machen müssen. Okay, klingt interessant. Ich bin hinaufgestiegen, um die Sterne wahrhaftig sehen zu können. Ein Gegner wurde getötet. Nur für den Fall. Gibt's Minecraft bei Steam eigentlich? Oder, wie willst du das donaten? Dass ich nicht lache.
Derartige Waffen sind die besten Waffen. Okay. Kostet so viel oder was? Weil man eine Zeit lang bei 10 Euro gewesen. Okay. Ein Gegner wurde getötet. Shoppen. Dann lass uns mal auf diesen Berg klettern. Oder noch besser? Du könntest ja auch auf PayPal müsste es eigentlich auch gehen. Ich habe das Licht zu deutlich gesehen, als dass die Dunkelheit mir Angst einjagen könnte. Wobei, da gibt es Abzüge, wenn ich das dann hier Spende bekomme. Muss ich nochmal gucken. Liebe ist einfach kristallisierte Angst. Okay. Der ist doof. Aber wir haben mehr Gold. Offenbart. Der Beschützer spricht durch mich. Thank you.
Schutze aller. Ja, so schnell kann man das drehen, das Spiel. Ich hab ein bisschen Gold ab. Die Wahrheit ist es wert, für sie zu kämpfen. Doch die Anmut ist es wert, für sie zu sterben. Für mich der Auto-Attack Damage ist genauso wie es dann im Team gerade wichtig, aber ich glaube, ich gehe eher auf Rüstung. Kommt cool, die Ulti. Na, oh, die baut Crit. Nein, kein Wunder, dass sie so wenig Schaden macht. Er spielt mir nicht mehr auf Crit. Ich bin der Aspekt. Na komm, macht mir mein Team Gold. MF, bist du einfach nur grunddumm, der kann auf der durchgehen. Nur weil du nicht durch kannst, heißt das nicht, dass er es nicht kann. Ein Team Gold, okay, dann warte ich es eben so ab. Eine gute Investition. Es geht ab. Hohoho. Mit Eleganz hat noch niemand einen Kampf gewonnen. Doch Schaden tut sie auch nicht. Nur für den Fall.
will lieber zwar ein bisschen Raced, aber ich brauche da irgendwas, um das jetzt zu kriegen. Na, draußen Hundekampf oder was? Warum ist die ganze Zeit ohne Mana? Wieder auf Crit, wie wastet die das? Ich wusste von Anfang an, dass sie scheiße ist, die Map. Das habe ich schon an den Masteries gesehen. Und jetzt sehe ich es auch noch im Item-Build und ihrem Place. Warum muss ich immer sterben, dass wir was Cooles machen? Ich bin ein Tick zu heftig. Bin ich gar nicht gelaufen. Fail. So interessiert zugeschaut. Hoffnung ist ewig, so wie auch der Berg ewig ist. Ich bin der Aspekt des Beschützes. Ich bin Terror. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Euer Team hat einen Turm zerstört. Split Pusher.
mag zwar Gnade kennen, doch Targon tut das nicht. Ein Gegner wurde getötet. Edelsteine sind einfach Wunder, Wunder, wundervoll. Ich bin hinaufgestiegen, um die Sterne wahrhaftig sehen zu können. Nein! Mit Eleganz hat noch niemand einen Kampf gewonnen. Doch Schaden tut sie auch. Donation Link, ja, den habe ich nicht. Ich schicke dir die PayPal-Daten dann. Ja, bin ich gerade. Enthüllt die unangenehmen Wahrheiten unserer Seele. Ah, das sind hier versteckte Autotext auf Ladung. So ist das. Die hässlichen. Nice.
Schicksal spricht durch mich. Jetzt haben wir sie beide. Jawohl. Der pusht unten rein. So muss das sein. Gib mal aus. Achso, bist du schon, oder? Ja. Kommt so einfach reinkommen. Offen wie immer. User was moved to your jetzt war die Hausregel hier. Ah, hi, du hast mich schon gemoved, Gottes Willen. Kannst du einfach reinkommen? Das weiß ich ja nicht. Oh. Aber mich gibt's auch wieder, zum Glück. Ja. Vielleicht kriegst du ja diesmal hin, ein Video zu schneiden. Schauen wir mal, ob das die Kiste hinbekommt. Ich hab jetzt mal einen Monat Urlaub. Wir haben es ja immer noch nicht gelöst, wie wir das machen mit den Beauties. Obwohl, mittlerweile steht da Videos. Ich glaube, da gibt es doch eine Software. Muss man mal gucken. Was denn? Ja, es muss irgendwo eine Software geben, wo man diese Twitch-Videos downloaden kann. Hab schon gesagt. Ich hab doch eins gesagt. Wie lange das her ist? Das war, Dings, wie hieß das? JDown oder da? Ja, ich google einfach. J-Downloader. Dann kannst du alle Videos darunter holen und auch von YouTube. War interessant. Ja, deine Streamqualität ist sehr signifikant hochgegangen. Ja. Freut mich. Ich habe die Audio-Einstellungen ein bisschen überarbeitet. Und Video-Einstellungen. Und auch das Delay ist nicht mehr so hoch. Man tut ja alles für Zuschauer, ne? Natürlich. Ja. Wollte ich gerade tun. Ah ja, genau, du denkst du, wolltest mir irgendwelche PayPal-Daten schicken. Ach, das war. Ja. Ja gut, jetzt muss ich das mal wissen. Ich habe nämlich zwei PayPals, so intelligenterweise. Eins funktioniert, eins nicht. Warte mal, müssen wir mal gucken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert, weil das Bankkonto ist nicht bestätigt, weil die beweisen dir einen Cent. Mhm. Na, das muss erst bestehen, dann kannst du erst damit rausbuchen. Kann man erst dann rausbuchen? Ja, erst wenn die dir Cent überwiesen haben und du dann den Code da übermittelt hast. Weil. Wo steht denn, aber stand mich irgendwas, man kann schon, aber es ist quasi, man hat quasi ein Limit. Echt? Ja. Warte mal, ich müsste, glaube ich, auf der PayPal-App. Warte mal, ich habe ja die PayPal-App. Von da aus sehe ich, was ich zahle. Wenn ich sehe, was ich zahle, kann ich von da aus auch zahlen. Logischerweise, ne? Teils. Guthaben verwalten. Hab kein Guthaben. Aktivitäten anzeigen. Ja, hier ist das mit den Flixbussen. Dann ist das die richtige. Einzahlung auf PayPal-Konto, hinterlegtes Konto. Im schlimmsten Fall, du kannst es ja bei PayPal noch stornieren, wenn es der falsche PayPal-Account von mir wäre. Du kannst ja bei PayPal kannst ja dein Geld zurückverlangen. Ja, bei Tag wird den 1 bis 2 Euro dem PayPal-Konto gutgeschrieben. Ach, lock, leck mich am Arsch. Ich mach's einfach am Montag über die PSC, wenn ich darf. Ja, machen wir's so eben. Aber PayPal braucht auf alle Fälle. Ja, aber wenn PayPal bei dir funktioniert, kannst du über PayPal machen. Musst du weniger bezahlen. Ob ich jetzt 23,90 € dir über PayPal überweise oder dir 25 Euro PSC-Code gebe. Ja, das merkt man. Kannst du einmal nochmal zu Macis gehen. Kannst den Cheeseburger holen. Ich bin Beamter. Ich schwimme in Geld. Na, dann kannst du mir auch 25 per Dings hier, per PayPal machen. Das dauert ja mal 1 bis 2 Tage. Ich hätte dich ja gerne am Montag schon dabei. PayPal ist direkt.
Ach, dann kriegst du quasi das von PayPal gleich überwiesen und ich schulde dann PayPal die Kohle oder was? Wie? Weil ich habe quasi, ich habe mein Konto bei PayPal quasi verknüpft und kein PayPal-Guthaben zurzeit. Ja, dann also wenn du mir aufladen tust, du das automatisch von deinem Konto ziehen. Ach, das dauert ja auch wieder. Na ja, aber PayPal geht in dem Moment erstmal in Schuld. Soweit ich weiß. Ach so. Probieren wir das mal aus. Geld senden. Soll ich schon nochmal einen Namen geben? Geldgeschenk. Schauen wir mal. E-Mail-Adresse, Handynummer oder Name? Ja, schick mal eine per PN. E-Mail-Adresse. Bei den Rest weiß ich nicht. Können wir dann mal offstream sozusagen über auch ein bisschen Geschäftliches reden? Ja, müssten wir da mal. Warte mal, mach ich mal Stream aus.